zwei kleinere Pausen. Einmal wegen Post, einmal wegen Mama. Entschuldigung. I'm sorry. So vergebene Lebensmühe, sowas. Was für ein Stück weg. Lecker. Apropos, war ja auch so ein leichtes Hüngerchen. Ich bin heute Morgen, ja, heute Nacht, als ich pennen wollte, um kurz nach 4, 10 nach 4. Ach, ich hatte so einen Hunger, ne? Ich konnte nicht pennen, weil ich auf einmal so einen Hunger verspürt habe. Aber ich war auch zuvor, um aufzustehen, mir noch was zu essen zu machen. Wow, 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 wow. Zack. Gehen wir uns einmal um. Und hier nochmal eben den 10. Ich meine, ist nicht der Rede wert, ne? Also, das Match. Aber ist mal was anderes. Das muss ich ja schon mal sagen. Wollen wir noch ein bisschen rausgespaßt haben? Was hältst du davon? Hör mal. Ey. Weil immerhin hast du mir schon fast einen kompletten Finisher bereitet. Muss ich schon sagen. Auch schade, ich dachte, ich hau ihn raus. Das war bei Spectrum 2 war halt so cool. Wo die halt wirklich auch mit den Moves raushauen konnte. Also die Geräusche meiner Nase tun mir ein bisschen leid. Kann ich leider nichts für. Ja, komm. Na. Ich glaube, das Spectrum 3 Just Bring war, glaube ich, das einzige Teil tatsächlich, wo man auch schön auf die Treppe mit dem Gesicht. Wo man ins Publikum konnte. Ich glaube, ich habe zwar schon erwähnt, dass man es da drin im Spiel konnte. Aber es ist der einzige Teil, war, glaube ich, noch nicht. Oh, er hat seinen Finisher frei. Nice. Da kriegst du noch einen Punkt. Erstmal brauche ich durch das Pult. Er hat gekontert und ich falle durchs Pult. Oder? Nee, es ist noch heile, sehr gut. Ja, halt so. Bombs! Kein Problem mit Jun. Zählt das hier auch? Nee. Kein Falls Anywhere. Ja, bringt es ja eh nichts mehr. Aber wir können es ja vielleicht noch so eine kleine Waffe holen. Keine Disqualifikation, sehr gut. Das muss ich jetzt einmal herausfinden. Komm her! Komm her! Komm her! Ich glaube, man kann hier auch einen kleinen Move mitmachen. Willst du auch mal aufstehen, oder? Oh, keine Lust. Schau dich zu, klump, du Schnitzel! Ah, okay, so einer ist das. Ein Sleeper mit dem Hammer. Was für ein Move. Wow. Komm, kriegst du jetzt aber hier einmal den Pedigree durch den Tisch. Er ist davon kaputt. Okay, der ist wirklich sehr müde, der Mann. Naja. Wir waren nicht richtig drauf. Deswegen hätte sich das jetzt nicht gelohnt. Komm, den schaffen wir noch. Oh mein Gott, was tut der da? Schau dir mal an, wie das zweidimensionale Publikum ausrastet. Oh. Ah, komm, die letzte Minute verbringen wir jetzt hier nochmal ein bisschen strecken, ein bisschen dehnen. Ich strecke mich auch. Ah, oh. Ja, stimmt, gestern war mein Streckungsaufnahmetag. Bäh. Ich glaube, ich spüle euch nochmal kurz. Weil ich eigentlich keinen Bock drauf, aber weg ist es weg. Oh, den Elfenpunkt kriegen wir jetzt auch noch. Ja, der hat schon wieder das falsche Bein hochgenommen, der Spacko. Ne? Keine KI haben die Leute hier. Unglaublich. Ich bin so programmiert. Flexibilität ist nicht drin. Ach, stimmt, der Vince McMahon ist das Special über mich. Stimmt ja. Ah, könnte ich den ja auch eben schnell hier mal was verpassen. Wenn er mich denn lässt, natürlich. So, konnte der den jetzt? Nee, konnte der nicht. So. Bums! Fuck you. So, ich hau jetzt ab, wir können mich mal. Und tschüss!
keine Lust mehr. Er ist schon wieder tot, ich glaub's ja nicht. Aber wir sind schon bei No Way Out Film gerade ein, ne? Das war's dann ja schon. Oh mein Gott! Ihr habt's geschafft! Timeout! Wer hätt's gedacht? 10 zu 0. Oder war das 11? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Oh, aber 10 Minuten sind schon echt lang. Ich glaube, ich bin meistens doch deutlich schneller. Mit meinen Matches. Ich dachte, sonst liege ich meistens so zwischen 4 und 5 Minuten. Aber ich glaube, das, also das zwischen den Matches dauert auch mal seine Zeit. Ui, ich hab's geschafft. Oh cool, wir können X-Mac freischalten. Dann machen wir auch mal. Also nicht, dass er so cool ist, aber ich mag es immer, Wester freizuschalten. Schade finde ich hier, dass es hier noch nicht so diese krassen Legenden gibt. Das ist, glaube ich, erst bei Here Comes the Pain eingeführt worden. Da gibt es echt einen ganzen Satz von Legenden. Auch Leute, die ich damals erst das erste Mal, von denen ich das erste Mal was gehört habe. Zum Beispiel wie von Mr. Krankenwagen hier. So, der letzte Monat ist angebrochen. 5 Episoden haben wir noch vor der Boost. Vor dem Boost, wenn die schießt. Triple Threat, Kane und Triple H, okay. Mhm. Mios, können wir machen. Ich habe mich jetzt bisher nur gewundert, weil ich habe bisher noch keine Probleme mit Copyright oder sowas, ne? Also ein Video hier mit den. Der Titten-Video von den Divas. Weil ich halt nur die Musik da habe. Aber ich hätte mich jetzt eigentlich eher bei dem Intro. Taker wartet da hinten auf uns, aber. Das interessierte mich hier nicht, ne? Ach, fuck. Ich wollte noch eine Sache machen, fällt mir gerade ein. Okay, Demon. Was ist aus der Federation geworden? Oder aus dem Entertainment, muss man dazu sagen. Ja, guck mal, bis hier ein bisschen Story kommt. Jetzt habe ich wieder 3 Sachen angefangen, habe keine Sache, die ich beendet habe. Ne, ich wollte noch in die U-Bahn gehen, auf jeden Fall. Das andere habe ich schon wieder vergessen, ne? Scheiße. Ach so, genau, wegen Copyright. Ne, wegen dem Intro, ne? Wegen dem Lied von Marilyn Manson habe ich echt krass gedacht, oh mein Gott, ne, das wird so was von Strike geben. Aber nö, ne? Kann sogar, glaube ich, monetarisiert werden aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, so alt ist das Lied noch nicht, dass das Copyright abgelaufen ist. Aber okay. Alles bekannte Leute. Aber mit Kane mal wieder so ein bisschen Abwechslung ins potenzielle Gegnerfeld gebracht. Was ich hier persönlich ja sehr, sehr schön finde. Backward Machine. Gut, machen wir daraus noch ein Fatal 4-Way. Den Ruffy mit rein. Ein. Oh, du Sack! Ist das nicht schön? Oh, ist das hier ein Handicap-Match oder was? Was geht hier ab? Das sieht fast danach aus, ne? Ihr kleinen Scheiß-Arschgeigen hier. Nein, ich will kein Double-Team-Move mit dir machen, weil du kriegst die scheiße Leiste voll. Kann ich aber auch hier. So, zack. Das ist kacke, ne? Check this out. Oh, no. Oh, face. Komm, geh auf. Oh, der ist ganz gut. Ups. Ah! Geiler Dickfuß. So richtig grobmotorisch aggressiv. So richtig. Mann! Jetzt krieg ich ja schon ein bisschen was aufs Maul, ne? Boah, ich hasse das! Ich will's doch nur beenden hier, verfolgen. Das regt mich dann immer so auf, ne? Gerade wenn ich es mal schnell machen will. Als ich die Matches noch so genossen hab, ne? Als ich noch Abwechslung drin war, da ging die so schnell vorbei, ne? Und jetzt, gerade jetzt, wo ich mich so beeilen möchte und einfach nur noch gucken will, was für eine Story hier uns erwartet, ne? Ob's uns überhaupt noch eine Story erwartet und so. Oder anders, je mehr Sinn die Matches machen, umso schneller sind sie offensichtlich vorbei. Wenn die sinnlos sind, dann sind die Gegner auf einmal total gut, ne? Und wissen genau, was sie machen und kontern mich bei jedem Scheiß aus. Es ist jetzt sehr, sehr ausgeglichen. Als erlange ich so langsam die Führung, wie es aussieht. Aber nichts vom Seil gemacht, fällt mir mal ein. Ja, puff. Hält schon auf, sie müssen kurz um ihn gekümmert werden. Ja, Öl Heppner. Ich kann sagen, war eine kluge Entscheidung, das aus dem Weg zu gehen. Ja, ist okay. Eieieiei. Komm, kriegst du ja mal kurz einen Pedigree ab, der
Tut gleich wieder sowieso direkt versuchen zu pinnen wahrscheinlich. Nein, tut er nicht. Ah. Hat funktioniert? Reicht nicht. Glaube ich nicht. Doch, hat gereicht. Sehr gut. Ha! Perfekt. Superb. Aber wie viel war das jetzt? 3 Minuten? 3,5? Also kann ich jetzt echt schlecht abschätzen. Aber die 10 Minuten gerade, die kam mir so lange vor, ne? Aber gut. So, 4 Folgen noch. Da wären es nur noch 4. Also 3 und der... Nein, eigentlich sogar noch 5. Oh mein Gott, die Fold wird vor WrestleMania viel Ärger haben. Das kann tödlich für die Fold werden. Der Main Event muss geändert werden. Achtung, King! RVD ist hier! Kein Witz. Er hilft seinem Gegner? RVD ist gerade Kane losgeworden. Verstehe ich nicht. Das hatten wir auch schon alles, Mann. Das hatten wir doch auch schon alles. Und jetzt wieder Tag Team. Jetzt schütteln sie sich die Hände. Das ist interessant, King. Was geht hier ab? Das ist alles so verwirrend, ne? Das ist alles so verwirrend. Oh, nicht verwirrend, das ist repetitiv. Repetitiv. Ratatata. Ratatouille. So, jetzt haben wir ein Tag Team Match gegen Kane und Triple H. Hm? Habe ich recht? Warum bin ich jetzt gegen Chris Jericho? Ich verstehe noch nichts mehr. Oder es bleibt nicht dabei. Das kann natürlich sein. Ja, ganz ehrlich, also die letzten 4 Monate sind echt schwach. Oh, RVD ist hier. Was geschieht nun? RVD, darf ich einen Moment mit dir haben? Du hast die Hände mit dir vollgeschüttelt am anderen Tag. So viel hat er also zu sagen. Ja, natürlich schon schönes Interview gewesen. Interview. Okay, ich würde jetzt gerne einmal, wenn ich gerade schon mal hier bin, einmal Richtung U-Bahn gehen. So viel Zeit muss sein. Das ist jetzt wenigstens nochmal was Interessantes. Wo ist denn hier eine Subway Station? Hotel SmackDown. Hotel California. Ist da die Subway? Doch! Sieht zumindest so aus, oder? SmackDown Station. Wo wir hinkommen können. Map. Wer ist denn da? Triple H, Taker, Walk, Engel, Stone Cold und Kane. Ah. Tür ohne Bahn? Da muss man hier warten. Da! Ich war hier gerade ein bisschen mürbe. Da! Ich will rein! Wo bringst du mich jetzt hin? Komm! Fahr los! Guck, wie jetzt einfach in einer anderen Arena wäre. Das ist ja geil! Ich hab mich jetzt ein bisschen an der Darkness, ne, tatsächlich. Wo ich ja auch Tage in der U-Bahn zugebracht habe. Das ist aber auch geil. What the? Guck mal, hier sind ja auch ein paar Leute, ne? Rich Swann ist es hier zum Beispiel. Hey, was geht? Das ist cool, das wusste ich wirklich nicht. Geil, also danke für den Tipp. Hast du gesehen, dass dieses monatliche WWE-Magazin? Mein Poster ist drin mit einem dazugehörigen Artikel. Ich möchte denken, was du darüber denkst. Ich möchte wissen, was du darüber denkst. Bitte sag es mir, okay? Nee, vergiss it. Forget it! Na, ich will jetzt aber auch nochmal... da oben. Was ist das? Alter, was ist das? Ich schwöre, dass genau meine Sicht jetzt unbedingt der ganzen Stadt gezeigt wird. Was passiert, wenn ich Pornos angucke? Sieht aus wie ein Souvenirshop oder sowas? Ja, cool, wenn man hier auch nochmal Sachen freischalten könnte. Das finde ich richtig dufte. Döfte. Was ist das denn? Ich dachte, es wäre ein Souvenirshop. Ihr seid aber hübsche Leute. Du Snow, what the Walks, guckel.
Ja, hier ist aber nichts leider. Gut. Aber trotzdem coole Sache, also gefällt mir. Finde ich schön, dass sie sowas eingebaut haben. Weil im Endeffekt, das hat ja eigentlich keine Bedeutung. Oder andersrum, im Endeffekt hat man ja die Möglichkeit, überall, zu jeder Zeitpunkt hinzugehen. Ne? Also nach jeder Folge, quasi bei jeder neuen Folge, wieder zurücklatschen und so. Ist natürlich möglich. In den Boiler Room gehen, gucken, ob da was abgeht. Deswegen, wenn ihr da wisst, was ich da jetzt noch alles verpasst habe, dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, es ist natürlich sehr zeitaufwendig, dann sagt es mir bitte. Würde mich auch echt interessieren. Ah, die Bahn kommt automatisch und ich werde direkt zurückgefahren. Oder wie? Ah, okay, ich werde wirklich automatisch zurückgefahren. That's nice. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Da! Ja, wirklich eine kritische Größe, ne? Schön an meinem Schritt direkt. Darf man nicht zu schnell rennen. So, wieder in die Arena. Ah, ja, oh, Wendekreis hier, ne? Das ist echt lustig. So, komm, dann auf zum. Ey, cool, guck mal, die haben da überall Förderbänder in der Firma. Ist doch nicht geil, die müssen gar nicht laufen, die Leute. Die Leute wollen los. So. Komm, ab dafür. Ab zum Match gegen Chris Jericho war das, ne? Lächerlich, echt. Ach, ich tippe auch schon gar nicht mehr, wer gewinnt, ne? So schlimm ist er mittlerweile geworden. So ist meine Unternehmensidentifikation gegenüber der WWE einfach ad acta gekommen. Weißt du, Beschäftigungstherapie, was die hier gerade mit mir machen, ne? Wahrscheinlich für das Grand Finale bei SmackDown uns irgendwie beschäftigt zu halten. Können wir auch die 2 Wochen freigeben oder die 2 Monate? Dann komme ich wieder. Ist ja kein Problem. Also ich hätte jetzt ungefähr noch 15 Minuten Zeit, ne? Bis ich 2 Stunden voll habe. Aber da kriege ich keine 4 Episoden hin. Das glaube ich nicht. Oh, schon richtig gut. Aber ich gucke jetzt mal auf die Uhr, guck mal, wie lange ich jetzt für ein Match brauche. Nämlich, wenn ich so ein bisschen was zu tun habe hier. Außer einfach nur wirklich auf Restaurant. So, jetzt haben wir 12.18 Uhr. Bisschen fortgeschritten auf jeden Fall. Ah! Kane, was machst du denn hier? Warum bist du hier? Was hast du hier vor? Kartoffelnase. Schon mal so gemacht. Oh, ich treffe sie beide. Dann, ich weiß nicht warum. Achso, weil er gerade einen Move gemacht hat, deswegen ist er daneben gelaufen. Klar. Ja, Versuch ist es wert, klar. Ah, komm. Oh, danke, Referee. Das war cool von dir, hat mir gefallen. Wie viele Moves hat der Jericho mit mir gemacht? Ne? Und wie oft bin ich mit dieser drauf gesprungen? Und warum hat der fast genauso viel wie ich? Irgendwas hat sich hier jetzt geändert. Habe ich irgendwann jetzt wieder auf alle auf 1 runtergesetzt oder so? Ich kann mir den Finger nicht drauf zeigen. So ein Moves vom Seil. Scheißegal. Aber vielleicht reicht das. Ne, noch nicht, okay. Du bist so lächerlich, du bist so lächerlich. Ihr seid so doof. Ja, bitte geht mal aus dem Weg, Referee, echt mal. Ja? Oh, da geht er down. Ja, das hat jetzt zu reichen. 12.20 Uhr haben wir jetzt. Mein Gott, das ist nicht wahr. Warum das denn jetzt auf einmal? Warum bist du auf einmal stark geworden? Sowas meine ich halt. Das ist auch so eine fehlende Konsequenz irgendwo beim Spielen. Ne? Manchmal geben die super viel her. Manchmal geben die auf, wenn ich 2 Drittel der Leistung voll habe. Jetzt habe ich die komplett voll gehabt. Hab einen Finisher gemacht, ne? Und der ist immer noch fit. Das verstehe ich nicht. Also worauf das basiert, das raff ich einfach nicht. Endlich bist du tot. So. Also jetzt haben wir 12.21 Uhr. Ist gerade 21 Uhr. Ich denke mal, so waren so um die 2,5 Minuten, denke ich mal.
Ich fand, das war jetzt eigentlich sogar schon ein längeres Match. Also in der Regel 1,5 bis 2 Minuten. Das ist, denke ich mal, so der Durchschnitt, den ich habe. Und das ist echt traurig. Also für ein Singles-Match natürlich, ne? Die Zeit dazwischen dauert, glaube ich, wirklich länger zwischen den Matches. So, aber da wären es nur noch 3 Folgen und der Main-Event. 2 Folgen und der Main-Event. Ja, wenn ich richtig gut bin, dann kriege ich das auch noch wirklich bis zu den 2 Stunden hin. Also dass dann zumindest anfangen, die Credits zu laufen. Warum? Ich habe dich doch gerade vermöbelt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber die wird verprügelt. Wo ist die Fault? Ist es ihm jetzt mittlerweile egal? Ja, okay, ich will jetzt nicht ganz ein Arschloch. Ich mag auch RBD. Hier kommt die Fault. Die Fault ist die Rettung. Warum tut er das? Die Fault hat den Ring gesäubert. Ja gut, also im Endeffekt, jetzt werden wir wahrscheinlich ein Tag Team Match bei WrestleMania haben. Ist zumindest erstmal von auszugehen. Aber es gibt keine Reconciliation. Ich weiß nicht, was das heißt. Absolut. Sie haben immer noch ein wichtiges Match bei WrestleMania. Ich kann es nicht mehr bis WrestleMania abwarten. Ich auch nicht. Oder gib mir hier mal was Anständiges. Jetzt ohne Scheiß, ne? Seit Dezember, Folge 1 war es, glaube ich, sogar, die ich jetzt heute gemacht habe, ne? Im letzten Jahr. Wie oft habe ich gegen Chris Jericho, wie oft habe ich gegen Edge und wie oft habe ich gegen Triple H gekämpft? Ich glaube, ich habe die 3 Monate fast nur gegen die gekämpft. Und das ist cool, da ist schon wieder Chris Jericho wieder am Start. Oh, Tornado Tag. Okay. Okay. Ja, hier gibt es zwar jetzt ein bisschen Story, aber die kennen wir ja auch schon. Na, ist das. Ist ja Jahre, das ist der Traurige. Oh, guck mal, Tutsu ist hier. Weil das die Enter from the Front Lobby. Oder nee, jetzt habe ich ein Interview, ne? Entschuldige, Default. Du bist heute für ein Tech-Match mit RBD geplant. Wie fühlt sich darüber? Was auch immer passiert, ich werde WrestleMania nicht vergessen. Okay, viel Glück bei deinem Match, du, ne, heute. Tu heute. Oh, Vince McMahon. Jeder redet in der letzten Zeit über WrestleMania. Ich meine, jeder redet über Default und RBD. Es wird definitiv ein historisches Match werden. Also, sollten wir unsere historische Fehde beenden. Richtig, Flair? McMahon sucht nach einem Kampf. Irgendwas muss doch passieren. Hä? Was für eine Fehde meint er jetzt? Die mit uns, den Superstars, oder seine mit Flair? Ah, da kommt Mr. Flair. Flair Royal. Aber gut, dann scheint hier doch mal wieder ein bisschen Bewegung reinzukommen, was mir natürlich sehr gefällt. In den letzten 3 Tagen noch, oder? Nee. Ich habe darauf gewartet, das zu hören. Ich akzeptiere deine Herausforderung, Mr. McMahon. Ich frage an, dass dieses Match ein No-Disqualification-Match werden wird. Wir werden um die komplette Eigentumsverhältnisse der WWE kämpfen. Um die kompletten Eigentumsverhältnisse der WWE, Mr. Flair und Mr. McMahon werden bei WrestleMania gegenübertreten. Ja, da will ich aber nicht im Main Event sein, ne? Dann sollten die beiden da sein. Das ist jetzt was Neues, ne? Oder? Haben die das selbst gemacht oder das haben die doch über uns laufen lassen, damals? Bei WrestleMania. Ja, Austin gewinnt. Die Dudleys gewinnen. Ach nee, das ist ein Fatal Boy. Ich muss gucken, heute habe ich Spike Dudley gewinnt. Aber Dudley hat ja auch gewonnen. So, Tornado Tag. Der kommt nach dem Samstag. Oh. Jetzt hat zum Beispiel der Bereich vom letzten Match bis zu diesem Match, ne, 4 Minuten gedauert. 4 lange Minuten. Das heißt, die Zeit dazwischen dauert echt länger. Und das Schlimme ist dann, wenn dann noch keine Story passiert, ne, passiert wirklich sehr wenig. Also, die dauert auf jeden Fall länger als die Matches, die wir führen. Aber gleich ist es ja geschafft. Das ist aber so, es ist echt krass schleppend, ne? Also, schleppend, müßig und anstrengend, das Ende. Also nicht mal, weil ich das heute fertig machen will. Wenn hier eine gute Story jetzt drin gewesen wäre, wäre es auch richtig geil gewesen, aber das war jetzt ja... Ich mache da auch halbe Stunden Parts raus, weil einfach nichts passiert. Ne?
Entschuldigung. Mein Fehler. Oh mein Gott, es hat schon wieder geklingelt. Einen Moment. Dritte Unterbrechung heute. So, das war jetzt nur die Briefpost. Und immer noch kein Plätzchen bei mir drin. Der wartet auf den Tick-Team-Move. Der Kane. Finde ich gut. Halt, gefällt mir. Also es mit den Turnbuckle-Moves hat ja letztes Mal nicht so gut funktioniert. Also hat natürlich meine Leiste super geil aufgefüllt. Aber hat im Endeffekt leider nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir es erhofft hatte. Wie sie Kea wirklich interessiert, die stimmt nicht gut. Der Move ist cool. So, du Penner. Willst du auch einen Turnbuckle-Move haben? Kannst du haben. Bitteschön. Viel interessant, immer wenn die da in diesem Tie-Up sind, dann haben die immer das Bestreben, dass der Partner kommt. Zumindest hat der Kane das jetzt schon zweimal gehabt, um dann einen Tag-Team-Move zu machen. Dann kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Oh, kann man ja mal versuchen. Kein Walkway. Gibt's nicht. Bombs! Das war auch so ein typischer Matt Hardy-Move eigentlich. Den Hoffnung, Ratte! Na, AWD macht sich, glaube ich, auch ganz gut gegen Kane, wenn ich mir mal so die Leisten angucke. Football in die Leisten. Ja, die hast du auch schon mal gemacht, Junge. Also zumindest ebenbürtig. Wo schlägst du hin, Junge? So. Auch ganz gediegen beendet. Ich weiß nicht, dass der Kane gerade einfach mal die Luft geschlagen hat. Oder war irgendwie eine Fliege. Sonne explodiert. Handgelenk. Ich glaube, ich habe zu viel gezockt die letzten Tage. Ach, so viel zocken gibt's nicht. Ich habe über das Match von Vince und Flair gehört. Aber es hat mit uns nichts zu tun. Wir werden uns bei WrestleMania treffen. 1 gegen 1. Genau. Das wird der ultimative Kampf zwischen zwei großen Kräften sein, richtig? Ja, du hast recht, von mir aus. Das Match wird in die Geschichte eingehen. Leute werden diesen Moment niemals vergessen. Das wird eines unserer größten Matches werden. Oder kürzesten. Es ist mein Schicksal, bei WrestleMania zu sein. War ich schon. Who the hell cares? Also, wirst du entscheiden. Was wird es für ein Match-Style sein? Das ist was Neues. Wir haben einmal Hell in a Cell, was natürlich Hell in a Cell ist, oder Three Stages of Hell, wo wir 3 Matches bestreiten würden, die aufeinander folgen. Ich glaube, Best of 3 wäre es dann. Also, wer 2 Matches gewinnt, hat gewonnen. Aber ich nehme Hell in a Cell. Das Stage of Hell ist letztendlich immer nur eine Zusammensetzung von 3 Matcharten. Hört sich gut an. Lass uns die Sachen starten, indem wir sagen... Ah, jetzt haut ihm aufs Maul. Okay, das Match sieht aus wie... Oh mein Gott! RBD, was für ein billiger Schlag. Das wird ein Kampf bis zum Ende sein. Ich kann es kaum abwarten. Okay, aber das ist jetzt wirklich was Neues. Also da kommt jetzt ein bisschen... doch noch Neuigkeit hinzu. Und zwar jetzt konnten wir uns das Match für WrestleMania aussuchen. Aber ist ja noch eigentlich eine Woche dazwischen, ne? Also irgendwie müssen wir jetzt die eine Woche noch füllen. So. Letzte SmackDown-Episode, in der wir jetzt auftreten werden. Ah, ich finde, da können wir auch in Rente gehen, so nach 2 Jahren, ne? Achso, Tag Team Match. Okay, alles klar. Mit den Führern als Partnern. Mit den Geschäftsführern. This. JR, hey Default, hast du eine Minute? Ich habe gesehen, wie die AWD und du miteinander gesprochen habt die andere Nacht. Das war echt intensiv. Ich war in dieser Industrie für eine lange Zeit und ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viel Respekt vor dir. Ich werde meine beste Kommentierung für das Match oder die beste Ankündigung für das Match bei WrestleMania machen. Es wird ein großartiger Showdown werden. Viel Glück.
Okay, wir arbeiten wirklich, glaube ich, zum Ende hin, ne? Also, weil das sind jetzt alles so Sachen. Auch der Dialog jetzt gerade mit RVD, dass wir da jetzt erstmal nochmal einiges, also auf einiges reagieren konnten, ne? Entweder arschig oder halt gut. Ich habe mich dafür so eine kleine Mischung entschieden. Es scheint auf jeden Fall zum Ende hinzuzugehen. Ah, ich glaube, das linke Team wird gewinnen. Ich meine, Randy Orton ist zwar schlecht, ne? Aber die anderen beiden sind sehr gut. Ja, hervorragend.